Notenvergabe einmal anders. An der Fachhochschule in Dornbirn wurden ausnahmsweise einmal nicht die Studenten von den Lehrenden bewertet. Diesmal durften die Studierenden ihre Dozenten benoten. Unique nennt sich die studentische Unternehmensberatung, bestehend aus bisher 3 Mitgliedern, die den Best Lecturer Award 2007 ins Leben gerufen hat. Der Studentenverein Unique hat sich etwas ganz Besonderes überlegt. Ihr habt ja an der FH Dornbirn die besten Dozenten bewertet und heute geehrt. Woher kam der Gedanke? Gab es einen bestimmten Anlass, dass ihr diese Aktion ins Leben gerufen habt? Ja, es ist so, dass wir regelmäßig im Semester mehrmals bewertet werden. Und jetzt hat man eben den Grundgedanke, man könnte den Spieß ja mal umdrehen und eben die Dozenten bewerten. Wie viele Studenten haben denn an dieser Aktion teilgenommen? Kam die Aktion gut an der FH? Also die Beteiligung war überwältigend. Also über den Daumen gepeilt hat man 70% Wahlbeteiligung, wenn man das so nennen darf. Und es ist wirklich beachtlich, was da zurückkam. Ihnen wurde heute eine ganz besondere Ehre erteilt. Sie wurden von den Studenten an der FH Dornbirn zu einem der beliebtesten Dozenten gekürt. Wie fühlen Sie sich dabei? Ich freue mich riesig, weil ich mit der Auszeichnung absolut nicht gerechnet habe. Und an und für sich repräsentiere ich ja auch den eher konservativen Hochschullehrer-Typ, stehe da vorne, erzähle Märchen, mehr oder weniger im Bereich Finanz- und Rechnungswesen und immer dieselben Späße, auch vielleicht manchmal hin und wieder nicht up-to-date Unterlagen. Umso mehr bin ich überrascht, dass ich so gut weggekommen bin. Freut mich sicherlich, weil ich, wie gesagt, damit überhaupt nicht rechnen konnte. Gefühlsmäßig ist allerdings so, dass ich mit den Studierenden sehr gut klarkomme und wir auch immer sehr schnell und kurze Wege haben, wenn es ein Problem gibt. Man redet eigentlich miteinander und das finde ich wahrscheinlich ist auch hier mit in die Wertung mit einbezogen worden. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kenne auch gar nicht die richtigen Kriterien. Trotzdem freue ich mich natürlich. Der Gewinner des Best Lecturer Awards 2007, Diplom-Ingenieur Dr. Peter Pichler, konnte seinen Preis leider nicht persönlich entgegennehmen. Die eigens für die beliebtesten Dozenten errichtete Ehrentafel wird die Sieger jedoch noch lange an diesen Tag erinnern.